Hallo, ich bin Preslisa und war für Watch Berlin mal wieder auf der Suche nach interessanten Ausstellungen, habe einige Galerien und Museen besucht und muss sagen, das hat mir alles nicht gefallen. Deswegen habe ich beschlossen, die etablierte Kunst heute außen vor zu lassen und in den Keller zu gehen. Ich stehe jetzt hier gerade vor einer Location, die heißt ZMF, zur Möbelfabrik, und da findet alle 2 Wochen eine neue Ausstellung statt, weil die sagen, die Kunst ist genauso vergänglich wie die Leute, die die Kunst machen. Nebenbei gibt es da auch immer Video-Performances, Bands treten auf. Und momentan findet gerade eine Ausstellung statt, die nennt sich Metallmorphosen. Und wir gehen jetzt gleich mal rein, denn die Künstlerin, die diese Metallmorphosen produziert hat, Karen Henschke, ist schon unten im Keller. Wir gucken uns das Ganze also jetzt mal an. Wir müssen außen rum gehen. Ah, hier wird schon wieder irgendwas für irgendein Event aufgebaut. Aber die Vögel sind da. Ah, da ist auch schon die Karte. Wie schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns heute. Ja, mich sehr. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit deinem Lieblingsstück an. Das ist Lutz. Lutz ist gerade aus Bayern zurückgekommen, war jetzt ein halbes Jahr in einem Skulpturengarten dort und hat das schöne Bayern geschmückt. Oh. Ist jetzt wieder da, weil die Skulpturenausstellung vorbei ist. Zeige ich mein Lieblingsstück, weil was ich sehr mag an ihm ist, dass er dadurch, dass er jetzt schon ein bisschen älter ist, schön so zusammengewachsen ist. Wenn man schweißt, dann verbindet man ja die ganzen Teile, ja, und es dauert dann eine Weile, bis die Teile so richtig zusammengewachsen sind und es alles so ein bisschen schöne Rostpatina gekriegt hat. Das heißt, hat. Wie alt ist Lutz jetzt? Lutz ist jetzt 1,5 Jahre alt. Aber ich würde mal sagen, seine Bestandteile sind noch um einiges älter als Lutz. Wo kriegst du denn das ganze Material her, aus dem du das zusammenschweißt? Das liegt so rum. Das liegt so rum. Das heißt, du läufst auf der Straße lang und da liegt irgendwie so ein Stück, ja, es ist alter Schrott. Ja, kann man noch eigentlich sagen? Genau. Früher bin ich immer Schrott sammeln gegangen. Das ist inzwischen ein bisschen schwieriger geworden, weil die Schrottpreise unheimlich hochgegangen sind. Das heißt, man kriegt jetzt auf dem Schrottplatz für Altmetall richtig Kohle. Deswegen liegt nur noch ganz wenig rum, weil die Leute das selber wegbringen. Und deswegen habe ich jetzt auch angefangen, selber am Schrottplatz einzukaufen. Ach so, okay. Und kaufst du dann ganz gezielt ein? Also weißt du, was du brauchst? Irgendwelche alten Schrauben oder Zangen? Oder kaufst du einfach mal und guckst? Du fängst dann an zu schweißen und guckst, was bei rauskommt? Beides. Also manchmal habe ich so ein paar Teile, die brauche ich öfters. Da suche ich dann gezielt danach und ganz viel fällt einem so zu, was der Schrottplatz so hergibt. Man kann das ja auch nicht richtig planen. Also es gibt Teile, die so wissen, was sie werden wollen, sage ich mal. Ha. Die man dann nur noch an die richtige Stelle tun muss und ein paar, so, dann gibt es die ganzen Verbindungsteile, da muss man ein bisschen das gucken, heißt, wie es zu einem Ganzen wird. Material sagt einem, was man mit ihm machen soll. Zeig uns mal dein zweitliebstes Stück hier. Das zweitliebste Stück ist noch ganz neu. Oh ja, ich will das anders schneiden. Der sitzt da oben. Toll. Und wie heißt der? Der heißt Fergus. Also meine spontane Assoziation ist auch, dass wenn Männer sich die Ausstellung angucken, oder deine Vögel überhaupt, die sagen, aha, ja, da hat es ein bisschen schlampig geschweißt an der Stelle und warum hat es denn da eine 14er Schraube als Gelenk genommen oder eine 16er Mutter? Und die Frauen stehen vielleicht eher so da, weil das ist das, was mich auch beeindruckt, dass deine Tiere, sage ich jetzt mal, alle einen ganz eigenen Charakter haben und auch irgendwie sowas wie, wenn ich das mal so kitschig sagen darf, beseelt aussehen. Würdest du denn sagen, das ist ein bestimmtes Talent von dir? Naja, das ist das, worauf ich am meisten Wert lege, dass sie eine Seele haben und dass sie einen Charakter haben. Ich erspare dir jetzt mal die Frage, wie man auf die Idee kommt, aus Metallschrott Vögel zu machen, sondern frag mal lieber, wann hast du deinen ersten Vogel geschweißt? Da war ich so
17, 18, würde ich mal sagen. Also es ist jetzt schon ungefähr 100 Jahre her. Vor 12, 13 Jahren habe ich damit angefangen, so ganz vorsichtig. Da habe ich fand halt das Material so faszinierend, diesen ganzen gerosteten Stahl, und habe mir dann irgendwann ein Schweißgerät gekauft, so einen kleinen Trafo, und so im Garten angefangen rumzubrutzeln. Im Garten bei den Eltern? Bei den Eltern. Und so, inzwischen habe ich eine Werkstatt in der Chausseestraße. So, Karin, dann verrat uns doch mal, wie lange können wir uns deine Vögel hier noch angucken? In der Brunnenstraße 10. Bis 19.12. Bis zum 19.12. Mittwoch. Letzte Gelegenheit, sich die Metamorphosen von Karin Henschke anzugucken. Ich sag euch, es lohnt sich, wenn nicht gerade wie jetzt parallel ein Pokertisch aufgebaut wird für den Pokerclub. Kann es sein, dass ein DJ auflegt und ihr gemütlich ein Bierchen an der Bar nehmen könnt und dann zwischendurch mal den Vögeln wie Lutz und Fergus Hallo sagen könnt. Ich sag euch, es lohnt sich und es ist besser als der ganze etablierte Kunstkack, den ich mir in den letzten 3 Wochen reingezogen habe.